Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Tagesbotschaft für Sonntag, den 11. Juni 2023. Ja, wir schauen wieder, welche Energien sich heute zeigen möchten. Ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht auf euch zutreffen. Ich lege heute einmal zwei Karten mit dem Before-Tarot, dann zwei Karten aus dem normalen Tarot. Und dann auch noch mal zwei Karten aus dem After Tarot. So, und dann schauen wir einfach mal, was ich hier so zeigen möchte. Also, welche Energien werden für den 11. Juni 2023... Oh, die ist aber weit geflogen. Das gibt's ja nicht. Guckt mal, das Ass der Kelche. Sehr schön. Eine Karte bitte noch. Eine Karte bitte noch aus dem Before Tarot. Hier haben wir die drei der Stäbe und an der Unterseite wieder einmal der Hierophant. Die lege ich jetzt auch mal gleich mit hin. So, dann schauen wir aus dem normalen Tarot. Welche Energien wollen sich aus dem normalen Tarot für diesen Sonntag zeigen? Der König der Kelche, der Ritter der Stäbe und an der Unterseite die Herrscherin. Wahnsinn! So, wir schauen weiter. Jetzt aus dem Tarot, was kommen danach? Welche Karten sich da zeigen möchten? Sind sie gleich gekommen? Der Magier und die Welt. Und an der Unterseite die neuen Stäbe. Wow, also das ist hier, was mir als erstes kommt, Heilungsenergie. Heilungsenergie. Es kommt mir ja sofort auch dieses Thema, dass etwas Neues heranwächst. Wir haben hier mit dem Ast der Kelche aus dem Tarot, was kommt davor, und mit den drei Stäben geht es um das Thema Emotionen, es geht um das Thema Liebe, es geht aber auch genau darum, in diesem Bereich eine, ja, wie so eine Bilanz zu ziehen, ne? Also was habe ich bisher erreicht? Wie geht es mir in diesem Bereich? Und hier kommt mir zum einen das Thema Selbstliebe, die eigenen Moralvorstellungen, die eigenen Werte. Da bist du aber gerade dabei, ja, wie soll ich sagen, dass du dir schon darüber Gedanken machst, wo stehst du aktuell im Bereich der Selbstliebe und des Selbstwertes? Und du schaust mit diesen drei der Stäben aus dem Tarot, was kommt davor? Okay, du fängst jetzt langsam an, den Blick dahin zu richten, was du wirklich erreicht hast, wo du stehst und was du erreicht hast. Mit dem Ast der Kelche ist das so diese aufkeimende kleine Energie, die sagt, okay, ich setze mich mit dem Thema Liebe auseinander, aber auch mit dem Thema Selbstliebe, die Liebe zu mir selbst. Und hier geht es um das Thema klare Werte, Moralvorstellungen. Du lauschst in dich rein. Du bist hier jemand, der langsam erkennt, langsam, weil es ist aus dem Tarot, was kommt davor, was du dir von anderen Menschen und in Bezug auf die Liebe zu dir selbst und auch in Bezug auf Bindungen jeglicher Art von anderen erwartest und was du auch bereit bist, selber zu geben. Und wenn da kein Verhältnis da ist, ne, so hat sich's erledigt. Es kann aber auch sein, dass man hier jemanden kennengelernt hat oder eventuell kennenlernt und hier so ein bisschen schon geprüft wird. Okay, wo könnten da Gemeinsamkeiten sein? Wo könnte es eventuell nicht passen? Also man schaut genau, man beobachtet. Na? Wir haben hier dann den Ritter der Stäbe und den König der Kelche und die Herrscherin. Es könnte hier ein König der Kelche wichtig werden, der hier sehr plötzlich unverhofft mit einem Angebot, mit einem leidenschaftlichen Angebot auf dich zukommt. Es geht hier um Entgegenkommen, die Anziehungskraft, Leidenschaft. Ja, man muss immer aufpassen, ein bisschen bei dem Ritter der Stäbe, der ist nicht unbedingt beständig. Ne? Also wenn, ist es oftmals eventuell auch eine kleine Luftnummer, sage ich jetzt mal, oder ein Strohfeuer, was auch relativ schnell wieder verpuffen kann. Aber in Verbindung mit dem König der Kelche und der Herrscherin habe ich das Gefühl, dass es sein kann, dass heute hier ein Angebot von diesem König der Kelche kommt, sicherlich auch mit einer gewissen Leidenschaft verbunden, aber eher hier eine gewisse Plötzlichkeit. Ich glaube, das kommt für dich ein bisschen unerwartet.
Und hier geht es darum auch wieder, dass du für dich prüfst, okay, wo stehe ich an meinem Wert? Was kann mir dieser König der Kelche geben? Und inwiefern lasse ich mich auf dieses Thema der Liebe ein? Vielleicht geht es auch hier um einen Neubeginn in einer zwischenmenschlichen Beziehung, entweder tatsächlich mit einem komplett neuen Menschen oder mit einem Herzmenschen, der sich hier zeigt nach einer gewissen Zeit der Überprüfung. Ne? Und ich nehme das so wahr, dass es hier heute schon ganz klar um Angebote entgegenkommen, um so eine, ja, man prüft halt, aber dass eben auch von außen Situationen auf dich zukommen, die dich eben in diese Energie bringen. Mit dem Magier und der Welt, wir haben hier die Eins und hier die letzte Karte der großen Arkana. Es geht hier darum, mit dem Magier aus dem Tarot, was kommt danach? Da sind wir jetzt. Hier wird in Verbindung mit diesen anderen Karten, habe ich das Gefühl, wirklich ein Ergebnis oder eine Entscheidung wird hier herbeigeführt. Es geht darum, und das finde ich gerade sehr interessant, wir haben hier alle Elemente, ne? Feuer, Wasser, Erde, Luft und auch auf der Weltkarte haben wir die Schwerter, die Kelche, die Stäbe und die Münzen, genau wie bei den Magiern. Und mit den neun der Stäben geht es hier um eine Energie oder um eine Situation, in der von außen jemand eure Wunden heilt oder ihr einem anderen Menschen helft mit allen Ressourcen, die ihr habt, mit dem Verstand, mit der Leidenschaft, mit der Dynamik, mit eurer Bodenständigkeit, aber auch mit euren Emotionen, einen anderen die Wunden zu lecken oder euch werden alte Wunden geleckt, jetzt mal übertrieben gesagt. Und es geht darum, hier eine verletzte Energie, wo man dicht gemacht hat, um sich zu schützen, hier die Mauern einzureißen. Es gesellt sich jemand zu euch oder ihr gesellt euch zu jemandem, um ihn oder sie oder euch, je nachdem, in welcher Position du bist, dass man hier jemanden unterstützt, eine Mauer einzureißen, die entstanden ist aufgrund alter Verletzungen, wahrscheinlich im Bereich der Selbstliebe und des Selbstwertes. Das kann jetzt alle Bereiche betreffen. Das kann Freundschaften betreffen. Das kann Familienmitglieder betreffen. Das kann aber auch die Liebe betreffen. Das kann Eltern- und Kinderbeziehungen betreffen. Ich nehme das wirklich so wahr heute, dass hier etwas passiert, wo man mit ruhigem Gewissens einen Neubeginn starten kann. Ein Neubeginn entweder in dir selbst, dass auch du, wenn jetzt hier keine andere Person eine Rolle spielt, sondern du selbst, dass du jetzt anfängst, auch deine Erfahrung, die Ressourcen, die du hast, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und du für dich hier in eine Heilungsenergie kommst. Wie gesagt, wenn ein anderer Mensch hier auf dich zukommt, könnte dieser Mensch sehr gut dazu beitragen, deine alten Wunden in die Heilung zu bringen. Genauso wie du aber auch jemand anderen unterstützen kannst, seine Wunden zu heilen. Also es ist hier eine extrem heilende Tagesbotschaft, aber auch eine sehr liebende, liebevolle, empathische, respektvolle, moralische, Tagesbotschaft. Also ich habe schon das Gefühl, dass es hier heute ganz viel um das Innere geht, um die Emotionen, um die eigene Gefühlswahrnehmung und dass wenn Menschen von außen auf euch zukommen, dass ihr von diesen Menschen aber auch sehr gewertschätzt werdet. Also wirklich wundervolle Energien zum Sonntag. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was ich hier zeigen möchte. Ich lasse jetzt hier einfach auch noch mal ein, zwei Lenormand-Karten springen und dann gucken wir auch da noch mal, welche für den Sonntag sehr ja, einfach sich zeigen wollen, hier wichtig werden. Ihr bedenkt aber bitte, es sind immer allgemeine Energien. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht auf euch zutreffen. Ich weiß nicht, ob ich es zu Beginn gesagt hatte in dem Video. Eine Karte. Ach, Wahnsinn. Guckt euch das an. Mond und Fische. Und das Schiff. Also, es ist
wieder in Resonanz. Hier haben wir die männliche Hauptperson, hier haben wir die Nachricht und die weibliche Hauptperson. Das gibt es ja nicht. Und hier haben wir auch noch die Heilungsenergie. Guckt euch das an. Ich nehme die jetzt einfach alle, weil ich habe das Gefühl, die sind wichtig. Wir werden es jetzt wahrscheinlich alle nicht sehen können, aber das ist jetzt mal ein bisschen egal hier. Die Lego wieder. Ne? So. Also, das ist ja irre. Also, rechnet hier wirklich. Die gehen ja wunderbar hier in Resonanz, wunderbar in Resonanz. Heilung, Wertschätzung, Gefühle, Nachrichten, Entgegenkommen. Ja, Wahnsinn. Also das wird meines Erachtens nach ein sehr wundervoller Sonntag, wer hier in der Reisegruppe ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, geht einfach gut mit euch selbst um. Ich glaube, das ist hier das Wichtigste. Ne? So, meine Süßen, ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntag, einen wundervollen Start in die neue Woche. Ja, und dann hoffentlich bis bald, eure Helene.